Trotz der Covid-19-Pandemie haben sich viele von Ihnen im 2020 engagiert, um den Armen zu helfen. Dank Ihrer Spenden hat Islamic Relief Schweiz in diesem Jahr Nothilfe- und Entwicklungsprogramme aufgebaut. Auch während der Pandemie haben wir unsere Arbeitseinsätze zugunsten der Bedürftigen fortgesetzt. Zu der Coronavirus-Pandemie im 2020, die keine Region der Welt verschont hat, kamen noch weitere Krisen dazu. Mehr als 7000 Menschen haben wir mit unseren Soforthilfeprogrammen in Syrien, im Libanon, im Gazastreifen, im Jemen und in Bosnien erreicht. Islamic Relief ist vor Ort und bietet Nahrungsmittelhilfe, medizinische Hilfe und Unterkünfte an. Islamic Relief Schweiz hat den Kampf gegen Unterernährung und Hungersnot stets in den Mittelpunkt ihrer Prioritäten gestellt. »62.000 Menschen haben von unseren Entwicklungsprogrammen profitiert. Wir waren besonders mit der Renovierung des Allgemeinen Krankenhauses in Kerčova, Mazedonien, beschäftigt.« Im Jahr 2020 haben wir drei Ausbildungsprojekte ins Leben gerufen. Im Libanon für Flüchtlingskinder, in Jordanien für Waisenkinder ohne Schulbildung und in Myanmar für die Rohingyas. Dank der Bohrung von 60 Brunnen in Bangladesch und Afghanistan und der Installation von Wasserverteilungssystemen in Mali hat sich das tägliche Leben von mehr als 12.000 Menschen verbessert. Heute werden 3.209 Waisenkinder in 26 Ländern von Islamic Relief Schweiz gesponsert. Dank Ihnen konnten wir Ramadan-Pakete an über 30.000 Bedürftige und Kurbanfleisch an über 160.000 Bedürftige verteilen. Sie haben uns ermöglicht, mehr als 30.000 Menschen während des Winters zu unterstützen, indem wir warme Kleidung, Decken und Brennholz verteilen konnten. Im Jahr 2020 haben wir über 1,3 Millionen Zakat-Spenden gesammelt. Im Namen aller Begünstigten ein großes Dankeschön.